Levi und Luise entdecken den Landtag. Eine Geschichte von Christiane Bartelsen mit Bildern von Nina Hammerle. Levi und Luise sind aufgeregt. Heute dürfen sie eine Farbe für die Wand im Kindergarten aussuchen. Levi schlägt Rot vor. Nein, lieber Blau, brüllt Karl. Nein, Rot, schreit Levi zurück. Blau, Rot! Luise findet Rot und Blau langweilig. Irgendwann reden alle Kinder laut durcheinander. Da ruft Anni, Maja, kannst du das nicht entscheiden? Nein, erklärt die Erzieherin, das ist doch euer Raum. Menschen wollen nicht immer dasselbe, erzählt Maja. Deshalb gibt es auch einen Landtag. Dort besprechen Erwachsene, was für Regeln es geben soll. Wollen wir uns das mal angucken? Das hört sich langweilig an, findet Luise. Aber dann sagt Maja, und bei uns ist der Landtag in einem alten Schloss. Und schwupps rennt Luise zur großen Verkleidungstruhe. Sie holt eine Pluderhose heraus. So eine haben früher die Prinzen getragen. Dazu nimmt sie sich noch eine Krone. Huch, wo sind denn die Türme? Fragt Luise enttäuscht, als sie beim Landtag ankommen. Und da wohnt jetzt die Königin, will Levi wissen. Aber statt einer Königin steht ein freundlicher Mann vor den Kindern. Wartet's mal ab, sagt Herr Nassau geheimnisvoll. Durch einen großen Eingang gehen sie in den Hof. Früher haben in diesem Gebäude die Pferde des Herzogs gewohnt, erklärt Herr Nassau. Luise schaut nach oben. Sie zieht Leos Kopf aus ihrer Tasche, damit er das auch sehen kann. Da huscht ein Schatten an einem der vielen Fenster vorbei. Ob das ein Burgfräulein ist? Der Flur ist aber lang, sagt Luise. Hier können die den ganzen Tag Rollschuh laufen, ruft Levi. Neben ihm steckt eine Frau ihren Kopf aus einer Tür. Luise fällt auf, dass sie eine goldene Schleife im Haar trägt. Sind Sie ein Burgfräulein, fragt sie. Aber nein, ich heiße Frau Bruni und bin hier Abgeordnete. Was für ein schöner alter Saal. Sehr passend für ein Schloss, findet Luise. Die Erwachsenen sitzen in alten Sesseln um einen Tisch herum. Sie reden laut durcheinander. Einer der Männer winkt ihnen zu. Er heißt Herr Fröhlich und ist der Landtagspräsident. Streitet ihr euch auch manchmal? Fragt der Levi und Luise. Da erzählt Levi, dass sie in der Kita das Spielzimmer streichen wollen und dass er eine rote Wand haben möchte. Nein, rot mag ich nicht, ruft Luise und rennt weg. Verstohlen schaut Luise durch einen Türspalt. Glitzert es da etwa? Heimlich schlüpft sie durch die angelehnte Tür. Plötzlich geht ein Luftzug durch den Raum. Und dann klirren über ihr die Glasperlen des riesigen Kronleuchters. Ob da vielleicht doch ein Burgfräulein durch das Schloss geistert? Plötzlich fällt die Tür hinter ihr zu. Luise erschrickt. Sie muss doch wieder zu den anderen Kindern zurück. Aber wo geht es bloß wieder raus? Da sieht sie auf der anderen Seite Herrn Fröhlich. Er winkt ihr zu und Levi ist auch da. Wie gut, dass sie sich gefunden haben. Herr Fröhlich zeigt Levi und Luise, wo die anderen sind. Dann verschwindet er über eine Treppe. Da seid ihr ja, ruft Luise. Was macht ihr denn da? Schnell rennt Luise hin und macht eine Vollbremsung. Dabei rutscht ihr Leo aus dem Arm. Oh nein, der Stofflöwe fällt über das Geländer. Luise schaut nach unten und sieht einen großen, runden Raum mit vielen Stühlen. Und da landet Leo unten direkt in den Armen von Herrn Nassau. Hier spricht der König, ruft Herr Nassau nach oben. Ich bestimme, dass jetzt alle mal herhören. Uah! Neben mir steht nämlich Herr Fröhlich. Nur ich darf hier ins Mikrofon sprechen, lacht er. Ich
bin ja der Landtagspräsident. Aber ich darf nichts alleine entscheiden. Das machen hier alle Abgeordneten gemeinsam. Und wer die meisten Stimmen hat, darf sagen, was gemacht wird. Ich passe auf, dass wir uns dabei nicht zu sehr streiten. Am nächsten Tag streiten sich Karl und Levi schon wieder, ob die Wand rot oder blau werden soll. Wir können doch abstimmen, fällt Luise ein. Wie im Landtag. Also malt jeder seine Lieblingsfarbe auf eine Karte. Auf den meisten Karten ist entweder rot oder gold. Dann streichen wir die Hälfte rot und die andere Hälfte gold, sagt Maja. Oh nein, ich wollte aber blau, ruft Karl enttäuscht. Das ist meine Lieblingsfarbe. Maja tröstet ihn. Vielleicht gewinnst du ja beim nächsten Mal, wenn wir abstimmen. Au ja, zum Beispiel, wo der nächste Ausflug hingeht.